I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss on holiday, but I can't stop staring at your face. Come on, come on. Ja. Verarschen, ich habe ihn gemacht. Hat jemand die Null gedrückt? Nein, aber keiner hat die gewählt, also sei leise. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin heute hier mit dem lieben Baden. Was ein Hund zu in der Wohnung zu haben mit einer Katze, die sich töten. So, auf jeden Fall fahren Fabio und ich gerade ins Center. Es ist schon wieder 17 Uhr, schon wieder habe ich noch nichts gegessen heute. Meine erste Mahlzeit. Ich muss es ändern. Wirklich, ich muss es ändern. Aber ja, Fabio fährt übermorgen nach Italien mit dem Auto. Genau, da wollte er, hat sich irgendwie ein Radio bestellt und braucht da noch ein paar Teile für. Was ist das? Ja. Und ja, und ich gehe was essen. Ich bin krank. In the jungle. Manchmal vermisse ich so richtige Oldschool-Sachen. Ah, das ist ja nicht mal richtig Oldschool, ne? Aber das ist schon. Das hat man nicht mehr in Autos. I miss you. Das ist so eher so neue Mode. Oder das hier. Wow. Bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr dieses Radio hattet. Ich glaube, jeder hatte das. Oh mein Gott. You are so beautiful to me. Fabio ist das erste Mal. Nein, nicht das erste Mal. Aber seit langem wieder Subway. Ich hab's einmal bis jetzt. Ist das meins? Ja. Haben die das nicht geschnitten? Doch. Kann man so lange brauchen? Es geht. Es geht? Irgendwas stört. Ja, bestimmt deine scheiß Soßen, die du genommen hast. Ja, warum? Curry-Soße. Wir schauen jetzt, ob Fabius Radio funktioniert. Guck mal, eigentlich muss man hier Lichter machen, ne? Ich muss da Lichter machen. Hä? Ist doch Hightech. Ist das Elektroniker eigentlich? I am home again. Die Jacke ist übrigens vom Jumeirah Store. Und mein Anzug ist von Nike. I love it. Und die Schuhe, die liebe ich noch mehr. Die sind so, so schön. Leute, ich wollte einkaufen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich hasse es, ne? Und ich lenke das kurz alles mal ab und dann erzähle ich euch die Story. Jedes Mal gefühlt dasselbe. Ja, ja. Hi. Hey. So Leute, auf jeden Fall, wollte ich ja die Story erzählen. Auf jeden Fall habe ich diese dieses Popcorn auf der Baba Class gegessen, ja. Und ich bin einfach so ein Mensch, wenn ich ins Kino gehe und Popcorn esse, sage ich immer, ich möchte süß und salzig zusammen haben, dass sie mir das mischen sollen. Und jetzt gibt es einfach eine Popcorn-Art, die heißt Sweet and Salty. Und da sind einfach beide Geschmäcker drin. Milo, weißt du, was das bedeutet? Weißt du das? Ich wünsche, du könntest es probieren, aber du kannst es nicht. Naja, auf jeden Fall, Leute, bitte holt euch die, wenn ihr genauso seid wie ich. Weil wenn ich Popcorn süß hole, denke ich mir so, boah, hätte ich gerade Bock auf ein salziges. Und wenn ich dann salzig hole, denke ich so, uff, ich hätte gerade echt Bock auf ein süßes. Ja, deswegen, kleine Empfehlung von mir.
Auf jeden Fall die Story dahinter, die ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich extra dafür zu Rewe gefahren bin, weil ich wusste nicht, ob es die bei Edeka gibt, aber ich hatte gegoogelt und da stand halt Rewe, dann bin ich zu Rewe gefahren und ich wollte mir halt auch Kartoffelecken machen und mit Gurkensalat. Dann gehe ich in Rewe ein, besorge alles, was ich brauche, gehe wieder raus, denke so, Alter, du hast ja gar nicht das Popcorn geholt. Aber kennt ihr es, mir ist es halt immer unangenehm, da nochmal reinzugehen. Deswegen dachte ich mir so, scheiße, ey, dann fahr halt einfach zu Edeka und versuch dein Glück. Und dann bin ich so straight zu der Popcorn-Abteilung gegangen und dann war es da einfach. Und ich war so happy. Ich war so happy, ich habe so Glück gehabt. Weil hätte ich es nicht bekommen heute, Leute, ich wäre richtig traurig gewesen. Ich habe nämlich meinen Arsch nur hoch bewegt für dieses Popcorn. Wenn ihr Popcorn liebt, probiert es, ihr werdet es feiern. Jetzt gönne ich mir ein bisschen und danach mache ich mir normales Essen. So, Freunde, ich habe jetzt gerade noch Wäsche aufgehangen, habe meinen Einkauf ausgeräumt und werde jetzt die Spülmaschine ausräumen und dann essen. Ich werde mir jetzt was machen. Ich bin so gespannt, ob es klappt, weil wir wissen alle, wenn ich versuche, was zu kochen, ist das oftmals mit einem Fail verbunden. Deswegen werde ich euch aber gleich das Ergebnis zeigen und dann mal gucken, ob es schmeckt. Drückt mir die Daumen, Leute. Drückt mir die Daumen. So, Gurkensalat ist ready. Habe ich mit so einer eigenen Soße gemacht. Und die Kartoffelecken werden jetzt ready gemacht im Ofen. Ich freue mich, Milo. Freust dich auch? Mach mal Sitz. Gib Pfote. Ja, fein, mein Engel. Ja, fein, mein Engel. Du kleiner Bär. Du kleiner Bär, ich liebe dich. So, Freunde, ich würde das jetzt mal testen. I hope it tastes good. Es ist viel zu heiß. Schmeckt auf jeden Fall geil. Kann man auch nicht viel falsch machen. Ist auf jeden Fall viel zu heiß. Aber schmeckt geil, wirklich. It's done. Das sieht so yummy aus, Leute. Ist auf jeden Fall ein guter Snack für zwischendurch. Ich gönne mir das jetzt. Und schon eine neue Netflix-Serie. Also es ist so eine Doku. Ich liebe hier Tokus und ja. Heute der liebe Boris ist da und ich möchte jetzt, dass er dieses Popcorn hier probiert. Er mag nicht so gerne Popcorn. Probieren! Robert? Sind die süß und sauer? Salzig, ja. Ja, reicht, ja. Cool, ne, die Mischung. Nee, ist cool. Ich möchte die ganze Zeit ja schon verreisen und ich glaube, Barisch und ich haben es uns verdient, für eine Woche oder so wegzureisen und ich möchte ihm gerne Los Angeles schenken. Einfach weil, erstens, weil ich gerne hin möchte und zweitens, glaube ich, möchten wir gerne beide irgendwo anders hin. Und jetzt schaue ich gerade nach Airbnb. Ich war noch nie so, also ich hatte einmal eine Airbnb-Erfahrung, die nicht so geil war. Deswegen, ich bin gerade am Suchen. Ich hoffe, ich finde was Cooles und ja, vielleicht wird es auch was anderes als Los Angeles, weil ich da ja schon war. Aber mal schauen. Keep euch updated. Ich möchte auf jeden Fall irgendwo hin. Wirklich, wirklich gerne. Okay, 3 Stunden später. Ich bin immer noch nicht weiter. Ja, vielleicht soll es halt einfach nicht sein. Okay, dann nicht. Also ich habe halt voll Bock zu reisen, wenn nicht, dann nicht. Dann halt nicht. ja, egal. Ich habe mir heute ganz viele Pflegeprodukte bestellt von Douglas. Weil ich hatte ja diese Hautanalyse und habe die jetzt getestet mit so Proben. Und ich fand die Sachen wirklich gut. Wie gesagt, die kleinen Pickel an der Stirn. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber hier zum Beispiel. Diese hier habe ich auf der kompletten Stirn gehabt. Und es ist nicht weg, aber besser geworden. Und ja, ich habe mir das jetzt alles bestellt. Also ich habe mir einmal die Kiehl's Feuchtigkeitspflege, die Kiehl's Augenpflege, die so ein Feuchtigkeitsserum für die Nacht, ein Reinigungsgel. Das ist so geil gewesen, Leute. Ich glaube, das war das nämlich, was diese ganzen kleinen Pickel weggemacht hat. Oder vielleicht einfach alles nur in Kombination. Oder ich bilde es mir einfach rein, wer weiß. Aber ja, und dann noch ein Gesichtswasser. Die Sachen habe ich mir jetzt bestellt. Die waren zum Glück, also die meisten Produkte waren einfach reduziert. Das war richtig krass. Trotzdem habe ich 180 Euro gezahlt. Schon teuer. Aber ich habe bei den meisten Sachen die größte Größe genommen. Ja, dann habe ich mir noch bei Flaconi mir diese Origins, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Gesichtscreme bestellt. Die ist
getönt und die färbt sich irgendwie eure Hautfarbe an oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir die bestellt, weil alle davon schwärmen und ich bin gespannt. Habt ihr die schon mal getestet? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Morgen ist dann der große Tag. Wir gehen ins Tierheim und ich überreiche meine Spende. Meido, ich helfe morgen deinen Brüdern und den Schwestern. Wie findest du das, mein Schatz? Ist das gut von Mami? Porto ist gepupst. Meido, warum hast du gepupst? Geh mir schlafen. Bist du auch müde? Soll das ein Ja heißen? Ja, Leute, wir gehen jetzt schlafen. Boah, der stinkt unnormal, wenn der furzt. Ich gehe mir das jetzt abschminken. Ich muss nämlich gleich schon aufstehen. Es wird eine kurze Nacht, weil ich muss noch duschen und so alles. Also ich benutze das jetzt als erstes. Das entfernt eigentlich relativ gut. Also bin ganz zufrieden, aber trotzdem... Auch wenn ich jetzt noch mit dem Hello Buddy Reinigungsschaum drüber gehe, ich liebe den ja über alles, trotzdem habe ich immer richtige Make-up-Reste, wenn ich das abwische. Als ich die Reinigung von Kiehl's benutzt habe, war das zum Beispiel nicht so. Ich finde es so lustig, wie viele sich gestern bei meinem Video aufgeregt haben, dass ich orange bin. Und ich muss sagen, ich sah wirklich relativ orange aus in dem Video, aber hier seht ihr, ich bin eigentlich nicht orange. Aber ich finde es krass, wie viele Menschen sich über sowas Uninteressantes aufregen können. So, wenn man jetzt abgeschminkt ist, soll man von diesem Konzentrat ein bisschen verwenden. Und das riecht übertrieben gut. Und es macht eure Haut richtig, richtig, richtig weich. Aber ich werde es noch ein bisschen länger testen, weil, wie gesagt, ich habe gerade erstmal Probe leer gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall abgeschminkt. Und wünsche euch eine wundervolle gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. So ihr Lieben, ich habe mich gerade fertig gemacht und werde gleich losgehen. Aber bevor ich das Video beende, möchte ich was verlosen. Und ich habe mir gedacht, also ich wollte zuerst einen 300-Euro-Gutschein von Douglas verlosen, weil ich mir gestern auch was geholt habe. Dann dachte ich mir aber, komm, lass doch mal mehrere gewinnen. Deswegen werde ich jetzt 300-Euro-Gutscheine verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist ein Abonnent meines Kanals zu sein, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und einen lieben Kommentar dazu lassen mit dem Hashtag Xmas. Die Gewinner werden direkt ausgelost, sobald Vlogmas zu Ende ist. Also ihr könnt gerne bei jedem Vlogmas mitmachen, wo es etwas zu gewinnen gibt. Das gibt es heute zu gewinnen. Ich werde euch dann jeweils immer anschreiben und euch sagen, dass ihr gewonnen habt. Ich darf es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht öffentlich machen. Also ich blicke da selber auch gar nicht mehr durch. Manche machen es. Manche auch nicht. Ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Und bevor ich das Video beende, wird natürlich jemand gegrüßt. Und zwar grüße ich in diesem Video Nesrin K. Ich grüße dich, umarme dich, küsse dich. Fühl dich auf jeden Fall gedrückt von mir und danke für deinen Kommentar und dass du die Glocke aktiviert hast. Falls du da draußen auch gegrüßt werden möchtest, alles was du dafür tun musst, ist einmal dem Video einen Daumen nach oben zu geben, ein Abonnent meines Kanals zu sein, die Glocke zu aktivieren und wenn du das alles getan hast, kommentieren, dass du es getan hast. Ich habe jetzt noch 25 Minuten Zeit, meine Haare zu machen und beende mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ja, für dich geküsst. Bis morgen.